Um 9.50 Uhr fiel am 14.05.2017 der erste Startschuss für den 11. Oelsnitzer Lauftag. Als erstes durften die Bambis um den ersten Platz kämpfen. Erst 400 und dann 800 Meter. Um 11 Uhr ging es mit den Hauptläufen mit je 5 Kilometer, 10 Kilometer und 15 Kilometer um die Uhr. 5 Kilometer lang ist der flache Rundkurs im und um den Bürgerpark. Er führt über feste und asphaltierte Wege. In den Hauptläufen wird nach Altersklassen gewertet. Zudem werden über 10 Kilometer der Damen und 15 Kilometer der Herren die schnellsten Dreierteams gekürt. Allerdings schlug nach den Bambinis-Läufen das Wetter um, eine starke Regenfront zog auf. Glücklicherweise gab es reichlich Essen und Trinken. Die Freiwillige Feuerwehr Oelsnitz bot Bockwurst oder einen Bauerntopf aus der Gulaschkanone an. Leckeren Kuchen gab es ebenfalls. Der 5 Kilometer No-Kick Walking-Lauf begann um 9.40 Uhr mit den Oelsnitzer Gästeführern. Hier war keine Anmeldung erforderlich, jeder der wollte, konnte mitlaufen. Bürgermeister Bernd Birkisch sagte gegenüber RTO, dass diese Veranstaltung hier auf dem Bürgerpark eine Probe sei. Die anderen Jahre fand der Oelsnitzer Lauftag im Waldbad statt. Weiterhin sagte er, dass das Gelände wesentlich komplizierter ist, einen solchen Tag auszurichten. Man möchte nun sehen, wie der Lauftag auf dem Bürger- und Familienpark ankommt, um dann eine Entscheidung zu treffen, wo zukünftig der Oelsnitzer Lauftag stattfinden soll.